Schon zurück? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Let's Plays und einer weiteren Folge Dishonored 2 mit Corvo und einem niedrigen Chaosfaktor. Wir gehen jetzt auf die Dreadful Way zurück. Tut mir leid, dass ich Sie nicht zu Stilton bringen konnte. Aber Sie haben das Haus gefunden? Jo, hab ich. Können wir los? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Natürlich. Jo, gehen wir zum Schiff. Ja, ich konnte Paolo und Burnham gehen. Und ich war in Stiltons Haus. Gehen wir. Haha! 100%! Keiner getötet, keiner hat mich entdeckt. Nichts ist passiert. Eine Stunde habe ich für diese Mission gebraucht. Zwei Runen habe ich nur gefunden? Ja, das ist halt, wenn du die Vergangenheit änderst, dann verlierst du halt auch die Runen. Gab keinen Outsider-Schrein. 3 von 7 Knochenartefakten. Ein Bauplan, 2 Gemälde. Passt eigentlich. Über das bin ich ziemlich zufrieden. Das ist jetzt richtig geil. Konnte allgemein dadurch, dass ich nochmal anfangen musste. Ich musste ja vom Maschinenhaus bei Kirin Jindosh musste ich ja wieder beginnen, weil ich da noch einen Speicherpunkt hatte. Bis jetzt. Herzog Luca Abela hat den alten Palast von Karnaca abgerissen, wo sein Vater mir einst einen Orden überreichte. Auf die Reste hat er einen Prachtbau gesetzt, für dessen Preis man ganz Serkonos jahrelang satt kriegen könnte. Er stellt alles in den Schatten. Ein Denkmal für sein Ego. Ich schulde es den Menschen meiner Heimat, das zu korrigieren. In Dunwall schauten wir zufrieden weg, solange das Silber weiterfloss. Ich muss in den Großpalast eindringen, den Herzog ausschalten und Delilahs Seele stehlen. Es ist unglaublich komisch, dass die sich nicht um die Armut kümmern, weil sie einfach weggucken. Dabei wissen sie doch, was passieren kann. Korruption und der ganze Käse. Es ist schon sehr seltsam, dass die da einfach weggucken. Spürst du es? Das ist meine letzte Nacht. Bald schon verschmilze ich mit dem großen Nichts. Du verdienst Frieden, Liebste. Ich bin schon zu lange hier. Finde Delilahs Geist. Fang sie in diesem Käfig aus totem Fleisch. Befreie mich. Ich verstehe nicht. Das wirst du schon bald. Antwort der Familie Mayhew. Lord Tano, der Tod unserer Alexi war ein schwerer Schlag für uns, aber wir haben Trost darin gefunden, dass sie entkommen konnten. Und dass noch Hoffnung für Dunwall und unsere Kaiserin besteht. Vielen Dank für Ihre einfühlsamen Worte. Wir schämen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir nicht auf die Rückkehr warten werden. Eines Morgens war das ganze Brot in Gideons Bäckerei zu Asche geworden. An einem anderen Morgen waren die Wollgarne im Laden mit meiner kurzwahren Händlerin voller Schnecken. Es liegt ein Fluch über der Stadt und ich meine damit nicht einmal die Hutmacher, die in unseren Straßen jetzt das Sagen haben. Wir kehren jedenfalls zu unserem frühen Zuhause in Potterstead zurück, wo Alexi aufgewachsen ist. Wir wünschen Ihnen viel Glück, Paulina Mayhew. Hä, habe ich was verpasst? Ich weiß nicht, habe ich irgendwas verpasst? Muss ich irgendwie mal nachlesen. Jetzt schreiben wir erstmal Reiseprotokoll. Der Großpalast, der Staubbezirk. Meine Lunge brennt immer noch. Ich dachte, dieser Husten würde gar nicht mehr aufhören. Megans Brühe aus fermentiertem Hai hat ein bisschen geholfen. Batista war in schlechtem Zustand als gedacht. Sie nennen es den Staubbezirk. Aber das Problem ist nicht nur die schlechte Luft. Es ist der Stress, in ständiger Gefahr und Angst vor den Kämpfern zwischen Heulern und Aufsehern zu leben. Ich konnte mich nie für eine Seite entscheiden, also habe ich es ausgeschlagen und meine eigene Lösung gefunden. Trotzdem fühle ich mich nicht gut dabei. Hier bin ich aufgewachsen, das ist mein Zuhause. Dafür wird Herzog Luca Abele bezahlen. Wenn Emily wieder Kaiserin ist, kann sie vorbeikommen. Wir können etwas tun, um den Menschen zu helfen. Delilahs Geheimnis. Aramis Stilton wollte nie in diese Dinge hineingezogen werden, spielte aber eine wichtige Rolle. Er stellte den inneren Zirkel des Herzogs einen Ort zur Verfügung, an dem sie ihren größten Plan aushecken konnten. In Stiltons Haus konnte ich sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft erleben. Ich sah während einer Seance, wie Delilah Coopersbunds Geist aus dem Nichts, in dem sie gefangen war, herausgeholt und in unsere Welt gebracht wurde. Ich sah, wie die Hexe Brianna Ashworth Delilahs Geist an einen
aus Knochen gefertigtes Bildnisband, das Herzog Abele erhielt, um es zu bewachen. Das ist das Geheimnis von Delilahs Unsterblichkeit. Und es ist auch das Geheimnis ihres Untergangs. Ich habe nur noch nicht alle Einzelheiten verstanden. Jau! An dem Spiel macht mich ja total an, dass es so viele Geheimnisse gibt. Unter anderem dieser beknackte Brief, wo ich keine Ahnung hab, um was es eigentlich wirklich ging. Dr. Patient ist weg. Schade. Eigentlich. Toilette? Nichts. Keine Nachrichten oder irgendwie sowas. Schade. Es gibt immer noch ein Geheimnis über diese... Unfassbar, dass es so lange gedauert hat, bis sich jemand den Herzog vorknöpft. Abele hat den alten Palast sicher gern abgerissen. Ich hatte ihn in guter Erinnerung. Nix, was man gebrauchen könnte oder sowas. Dass seine Taten als Herrscher von Zirkonos Konsequenzen haben. Oh, jetzt hat der Sound geleckt. Good job, Arcane Studios. Ah ne, das ist die Geschichte, die haben wir. Jetzt holen wir uns den, der alles begonnen hat. Den Herzog persönlich. Jo. Ich wusste gar nicht mehr, wie spannend es ist, Absetzpunkte und... Können wir hier etwas Besseres aufbauen? Etwas, das repräsentativer und integrativer ist. Jo, machen wir. Sind Sie bereit? Ich bin schon in Paläste eingebrochen. Sie sollen Armeen abhalten. Einen einzelnen Mann mit einer Mission aufzuhalten, ist was ganz anderes. Reinzukommen sollte nicht schwer sein. Der Herzog hat seinen Laden nicht im Griff. Herzog Abele zu erledigen ist nur Teil des Rätsels. Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt. Sie haben kaum erzählt, was Sie im Staubbezirk herausgefunden haben. Was in Ordnung ist. Die Welt braucht Geheimnisse. Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft haben. Vergessen Sie das nicht. Ich habe eine Karte vom Großpalast für Sie und ich weiß etwas, das nützlich sein könnte. Es gibt einen versteckten Hebel in der Vorratskammer, der einen Zugang zum Tresor des Herzogs öffnet. Wenn er was Wertvolles für Delilah aufbewahrt, dann bestimmt dort. Gute Jagd! Mal sehen, was ich tun kann. Ich weiß, wie zerbrechlich Karnaka ist. Emily und ich haben viel zum Nachdenken, wenn alles vorbei ist. Es weiß kaum jemand, aber der Herzog hat einen Doppelgänger. Er ist Luca wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, das werden wir auch machen. Wir werden den Doppelgänger ausfindig machen. Ich war Ihnen hoffentlich eine Hilfe. Es tut gut, sich nützlich zu fühlen. Wir treffen uns am Beiboot. Sehen Sie sich an? Sie sind besser gereift als viele, Schutzherr. Der Herzog soll einen guten Weinkeller haben, falls Sie da vorbeikommen. Angenehmer Bursche und recht bescheiden. Keine Ahnung, woher Sie ihn haben, aber es gibt ihn schon seit Jahren. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Ja, und dann gehen wir mal dort an Land. Sollen wir zum Palast aufbrechen? Ich würde mal sagen ja, oder? Und zum Aufbruch. Und dann muss ich auch direkt speichern, wenn ich dort angekommen bin. Weil wer weiß, welche Streiche mir diesmal Arcane Studios spielt. Das macht nämlich keinen Spaß, wenn man nicht wieder an der gleichen Stelle hängt. Also der Plan ist es jetzt auf jeden Fall, den Großherzog zu betäuben, auszuschalten und den Doppelgänger an diese Position zu stellen. Damit der eventuell ein besserer Herrscher darstellt. So mal der Plan. Reinschleichen und... Im Palast lebt ein Doppelgänger des Herzogs, um Meuchler zu täuschen.
Ein Freund in der Wäscherei hat gesagt, der Doppelgänger würde rauchen. Vielleicht hilft das. Vielleicht können Sie mit ihm reden. Er soll nett sein. Was für ein Scheißjob, einen Tyrannen wie Herzog Luca Abele zu spielen. Warum stürzen Sie ihn nicht einfach? Er hat eine Armee, kontrolliert die Bergwerke und er hat die Hauptstadt im Rücken. Auf seinen Feiern teilen die Gäste das Land unter sich auf und essen dabei Hummer. Ich kenne solche Feiern aus Dunwall. Nur Kriecher, die sich bei Emily einschleimen. Darum wollte ich zurück nach Serkonos. Sie vergessen, wie es ist. Ich habe diese Feiern vom Dach der ehemaligen Schlachterei gesehen, wo ich schlief. Im überschwemmten Bezirk. Ich weiß, Sie hatten es schwer. Nach Jahren am Hof bin ich wieder ein Niemand. Aber was ich hier erlebt habe, nehme ich mit zum Dunwall Tower. Die Rückkehr nach Karnaca hat mir eine Perspektive gegeben. Gut. Wenn Sie den Herzog erledigt haben, finden Sie, was er für Delilah aufbewahrt. Sobald Sie es haben, hole ich Sie mit dem Beiboot ab. Ja, machen wir so. Ja, die Megan hat auch eine komische Aura. Ich glaube, die hat irgendwas mit dem Outsider am Hut. Gucken wir, dass wir ab jedem Abschnitt ein bisschen speichern. Hier gibt es nämlich auch noch ein bisschen Knete und... Ah, ja. Und Eisenfisch. Hey, Megan! Fragen. Megan? Megan? Ja, nimm mit. Fischmarkt. Das wird jetzt spannend. Das Zeug kann hier nicht bleiben. Die Garde erwischt uns sonst oder die rechtmäßigen Besitzer kommen und wollen es wiederhaben. Warum dauert es so lange, bis es im Laden ist? Hat Betty Angst, wir werden erwischt? Der Kerl im Laden ist nervös. Aber wir hätten uns das Zeug gleich vom Boot laden müssen. Ich habe einen guten Freund im Laden, der schon seit Jahren schwarz. Wird jetzt etwas kompliziert. Wachen. Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Ravina Boulevard. Sie sind ein Guter. Hören Sie, da ist diese Stelle zwischen ein paar Feldern hinter einem Brunnen. Die Leute haben dort immer Gaben hingelegt. Dort haben die Träume angefangen. Ich gehe da nicht mehr hin. Aber wenn Sie einen Blick riskieren wollen... Ja, probieren wir es mal aus. Ich muss mir jetzt gleich erstmal was zum Trinken. Einschenken. Machen Sie's gut. Ich habe ein bisschen Brand. Jetzt sind wir bei diesem Tresorhändler. Bei dem Tresorhändler gibt's einen coolen Schlüssel. Es gibt keine solche Genehmigung, Hauptmann. Ich kenne oh nein, du Hund! Gesetze ändern sich. Der Herz. Oh. Tod im Monat der Lido. Warum verdecken Sie Ihr Gesicht? Siehste? Hab's doch gesagt! Outsider, verdammt! Ich hol morgen Zigarren. Ihr wisst alle kaufen. Ja. Ja, in meinem Bericht steht die Heulerware. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Aber keiner weiß, wer das Feuer wirklich gelegt hat. Und dann kann ich mir was zum Süffeln einschenken. Er schlief. Betrunken, soweit ich mich erinnere. Sie haben bis morgen Zeit zu zahlen. Nein. Der Schwarzmarkt muss ich auch noch besuchen gehen. Spiel später Würfel. Auch Lust? Ich muss zurück nach Dunwall. Ist schlimm. Die Kinder seit Jahren nicht gesehen. Oh, ich glaube, das habe ich gerade noch mal richtig Glück gehabt, ne?
was? Warum sagt er sowas? Das ergibt doch keinen Sinn. Klar, bin dabei. Naja, ich habe ihn nicht geküsst. Na, jetzt ist halt der Typ hier. Hat sich verpisst. Da ist der Schlüssel zu seiner Wohnung. Ah, bleibt doch offen. Und irgendwo fährt noch ein Code rum. Irgendwo fährt noch ein... Ah, da ist er, ja. Da ist der Code. 612. Boah, fuck. Was ist denn mit der Maus los? Schlafe. Ah, ist das brav. Schlafen ist gut. Eine ganze Lasche. Einfach weg. Direkt unter ihren Namen. Oh nein. Ach, shit, nee, oder? Ach, kacke. Gut, können wir es gerade nochmal probieren. Realm of the Wood Elves wurde gerade für Total Warhammer bestätigt. Habe ich gerade im Steam gesehen. Könnte interessant werden. Hey, Sie. Sie sind ein guter. Das muss ich mal ausprobieren, was der Penner sagt. Machen Sie's gut. Genehmigung, Hauptmann. Ich kenne Kanakas Gesetze. Kommst heute Abend mit? Sicher. Na also, wird doch was. Nein, nein, du Hund! Siehste, hab's doch gesagt. Beim Outsider. Ja, im Bericht steht, die Heuler waren es. Aber keiner weiß, wer das Feuer Wirt nicht gelegt hat. Hauptmann, Ihr Bruder starb bei dem Brand. Er schlief. Betrunken. Eine Leiche! Deswegen dauert es so lange, bis der kommt. Wieder die Kasse plündern. In seine Wohnung müssen wir dann einsteigen. 612. Nicht vergessen, 612. Beim Nichts, ich brauch Glück. Befehl von oben. Mach die Tür auf! Das kannst du vergessen. Jetzt tun wir erst bei dem Einkaufen, bevor wir den ausrauben. Weil wir müssen jetzt nochmal zum Boot zurück. Und da erwartet uns dann auch gerade nochmal eine Überraschung. Eine richtig schöne. Was, Alter? Hast eh keine Chance gegen uns. Na, warte. Ich hol morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? Da. Was ist jetzt da passiert, Alter? Die Preise, wenn sie nicht zur Garde gehören, bin ich sehr gern zu Diensten. Mal sehen, ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Gutes Geschäft. Schloss. Oh ja. Sehr gut.
Narkomin tut auch einen betäuben. Komischerweise. Schauen Sie mal wieder vorbei. So, dann machen wir noch zum Ende der Folge, gehen wir noch zum Outsider-Schrein. Und hören uns an, was der zu Schwätze hat. Immer auch gut, ich sag. So. Du bist zurück. Im Herzen deiner Heimat. Der Palast ist größer als bei deiner Abreise vor so langer Zeit. Nostalgische Gefühle? Wirst du dich in Dunwall je wieder wohlfühlen, wenn du zurückkehrst? Du hast das Leid gesehen, den Verfall. Aber, lieber Corvo, hättest du auch eingegriffen, wenn der Herzog Emily nicht bedroht hätte? Sei ehrlich. Wie dem auch sei. Ich weiß, was du suchst. Aber das Herz kann nur eine Seele fassen. Also, willst du einen Teil von Delilah mitnehmen? Musst du bereit sein, etwas zurückzulassen? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, würde ich jetzt mal so behaupten, nicht? So, meine Freunde, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Gebt mir ein Like, wenn sie euch gefallen hat. Das wäre übelst geil. Und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!